So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Gut. Wir schauen mal. Ich war eigentlich der Meinung, hier gibt es Kerosin, aber das war wohl verkehrt. Lag hier was? Nee, hier lag auch nichts. Okay, da ist ein Zombie drin, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, hier ist Kerosin drin. Okay, ist doch kein Zombie, aber wir füllen mal auf. So. Oh, ein Ribbon. Okay, nehme ich mal mit, denn das hier verbraucht keinen Platz. Aber was war mit dieser Knarre? Die lasse ich mal noch. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Weil ich ja das Schrotgewehr schon habe. Die Pompi. Okay, wir brennen den hier an. Okay. Ach, jetzt habe ich wieder keinen Platz hier im Inventar, ne? Na gut, dann wieder runter. Oh Mann. Ja, das ist so ein kleines Problem. Dass wir immer schön die Items managen müssen. Aber das kriegen wir hin. Würde ich mal behaupten. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt schon hier bin, fülle ich auch noch mal auf. Das Kerosin. Okay, der ist weg, der Zomb. Zombie, Zombie. Okay, da brauchen wir den Rüstungsschlüssel. Okay. Dann gehen wir da hoch. Denn ich glaube, ich weiß, wo er ist. So. Okay. Jetzt wird's interessant. So, wir benutzen die Hundepfeife. Mama, ich tue erstmal das Ausrüsten und verwenden. Sie haben die Hundepfeife geblasen. Und da kommt ein Hund. Da müsste noch einer kommen. Zack. Ja, geilo. Ich wusste es noch. Und da haben wir das Hundehalsband. Mitnehmen. Sehr gut. Und wir prüfen das gleich, denn... Na, nicht kombinieren. Prüfen. Prüfen. Ein kleiner Schalter betätigen. Uhu. Hallöchen. Eine Münze. Die Form eines Schlüssels. Schlüsselimitation. Gut. Das merken wir uns. Schlüsselimitation. Hier können wir Kräuter aufnehmen.
Das Ding ist unendlich. Also man kann hier immer hin und grüne Kreuzer verwenden. Allerdings kann man sie nicht mitnehmen. Man kann sie nur benutzen. Okay, hier lag nichts mehr. Aber irgendwas war hier doch noch, oder? War hier nicht noch was? Okay. Habe ich mich wohl geirrt. Ablegen. Tschüss. Mit der Hundepfeife. Aha. Sieh mal an, wo wir jetzt sind. So. Brauche ich den Schwertschlüssel noch? Ich glaube schon. Ich glaube, der macht es automatisch, wenn man ihn nicht mehr braucht. So. Jetzt haben wir nämlich eine Schlüsselimitation. War das hier? Nee. Hier war's. Moment, ich schau mal schnell auf die Karte, bevor ich unnötig in die Tür reingehe. Nee, hier muss ich rein. Okay. Hier. Okay, und wir haben ja hier die Zombies schon getötet. Ich hoffe, die sind jetzt auch weg. Und kommen nicht wieder. Nee, der ist weg. Okay, gut. Okay, jetzt wird's spannend. Es wäre allerdings spannender, wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich hier zu tun hätte. Denn wir klauen hier diesen Schlüssel. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Den nehmen wir und wir stecken natürlich das eben bekommene Imitat rein, damit wir nicht zerquetscht werden. Zack. Und schon sind wir gerettet. Juhu. Sehr gut. Und wir gucken uns den Schlüssel hier mal an. Denn das ist der Rüstungsschlüssel. Sehr gut. Und hierfür haben wir den Helmschlüssel, glaube ich, gebraucht, ne? Richtig? Ja, gut. Na gut, haben wir jetzt den Rüstungsschlüssel. Sehr, sehr gut. Wonderful. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wo konnten wir denn jetzt überall aufschließen? Ich glaube, hier auf der linken Seite konnte man irgendwas aufschließen. Dann gehe ich erst da lang. Da ist dann auch nochmal die Kiste. Da kann ich dann wieder ein bisschen sortieren. Das liegt auf dem Weg. Was war hier? Andere Seite. Okay. Dreh dich um.
Okay, da ich nicht weiß, ob die wieder aufstehen, ist besser, wenn ich die einmal anzünde. So, jetzt gucke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Kerosin drin ist. In diesem Behälter. Oder ob ich es jetzt schon leer gemacht habe. Wenig, okay. Gut, dann war das hier die letzte Fuhr, würde ich mal sagen, von Kerosin, die wir nehmen konnten. Was auch immer. Gut, jetzt gehen wir erstmal zu der Kiste nochmal schnell, bevor es hier weitergeht. Erstmal ein bisschen wieder Management betreiben. Zack. Okay, ach guck mal, ich habe nur noch einen jetzt. Die lege ich mal wieder ab. Gut. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier war doch der Rüstungsschlüssel, ne? Hier. Ja, gut. Gut, gut. Mein kleinen Elektroschocker. Ach, guck mal, wer da ist. Ein Zombie. Zombielein. Ah, hier brauchen wir den blauen Stein. Okay, geht jetzt hier noch nicht. Habe ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, macht der gleich hier das Fenster kaputt? Naja, anscheinend nicht. Was war denn hier? Ich glaube, hier war die Pflanze, oder? War hier die Pflanze? Ja, okay, dann gehen wir hier raus. Da machen wir mal noch nichts. Der wird erst das Fenster kaputt machen, wenn ich das mit der Pflanze gemacht habe. Der wird erst dadurch getriggert. Hier war ein Zombie, glaube ich, drin. Im Schrank oder so. Ach hier, okay. Na, wer hätte es denn gedacht? Ach, der auch noch. Ach, scheiße. Okay. Ach, das war doof. Das war doof. Ach, guck mal, das kann ich wieder nehmen. Haha, das wusste ich gar nicht. Oh, Moment. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 98, Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat, Mistkerl. 10. Mai 98. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Oh, das hört sich nach Hunter an. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 98. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 98.
Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 98. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 98. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still, komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 98. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 98. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 98. Juckt, juckt. Scott kam hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. 4. Juckt. Lecker. Oh Mann. Der arme Kerl. Der arme Kerl. So lag hier noch was rum. Ich bin mir nicht sicher. Also hier werden wir eh nicht mehr reinkommen. Deswegen zünde ich hier keinen an. Okay, hier ist nix. Gut. Könnte allerdings sein, dass sie auch aus der Tür rauskommen können. Ich weiß es nicht mehr. So, wo komme ich denn hier raus? Ich glaube, ich komme in den Flur raus, wo Kenneth rumliegt. Du Kenneth. Jo. Den hier zünde ich lieber an. Weil das ein sehr enger Raum ist, aber ich glaube, der ist noch nicht tot, oder? Doch. Ich zünde ihn lieber mal an. Sicher ist sicher. Okay, den Rüstungsschlüssel haben wir verwendet. Ach, okay. Ich weiß, was das für ein Zimmer ist. Okay. Habe ich noch Platz? Ich habe noch 2 Plätze. Okay. Dann nimm das Ink Ribbon. Sehr gut. Ah, hier konnte man noch was verschieben, ne? Notenblatt. Okay. Ein kostspieliger Flügel. Wie konnte man das hier nochmal verwenden? Ach, ich glaube, ich brauche das Ding aus dem Kamin wieder. Scheiße. Oder? Nee, das ist ja verbrannt. Moment. Ich dachte, das brauche ich. Oder mir fehlt eine Seite. Irgendwas fehlt mir da noch. Okay. Gehen wir mal raus. Wo ist die Tür? Dammit. Hey. Hallo? Tür. Wo bist du? Ach, hier. Dann. Voll falsche Richtung. Ich brauche eine Kiste. Okay. Die schnellste Kiste war hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Schwertschlüssel nochmal brauche. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass sie dann von selber sagt, brauche ich nicht mehr.
Ich lasse das mal hier liegen. Wir brauchen jetzt diesen Diamanten, den wir von der Brüstung geschmissen haben. Das ist unser nächstes Ziel. Und dieses Wappen über dem Kamin in dem großen Esszimmer. Das hatte ich zwar im ersten Part aufgenommen, aber ich bin ja verreckt. Und dann habe ich es nicht mehr aufgenommen, weil das zu viel Platz im Inventar weggenommen hat. Aber jetzt können wir es nehmen. Denke ich. Ja, sollten wir schon nehmen. Ich muss auch noch mal zu diesem Abschnitt. Wir nehmen erstmal den Diamanten. Ich muss noch mal zu diesem Abschnitt, wo diese Chemikalie lag. Da muss ich hin. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich lasse das erstmal noch hängen. Brauche ich das hier? Ich glaube, ich brauche es, wenn ich die Pflanze kaputt gemacht habe. Oh, wo waren diese andere Balkon? Ich muss mal kurz gucken. Das war hier drüben. Okay, dann mache ich es anders. Ich setze jetzt erstmal diesen Stein hier ein. Das war nämlich direkt hier. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Okay, setzen wir erstmal das hier ein. Stein lassen wir drin. Den müssen wir jetzt nicht mitschleppen. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich am besten und schnellsten hier nach Osten auf den Balkon? Ja, ich mache das. So, ich lade jetzt erstmal hier ab. Und dann gehe ich unten entlang auf die andere Seite, damit ich diese eine Tür ohne den Knauf nicht benutzen muss. Ah, hier wollte ich noch das kaputte Gewehr mitnehmen, in die Inventarbox reinmachen, damit der Raum grün ist und nicht mehr rot. Weil das finde ich ein bisschen nervig, wenn ich auf die Map gucke. Hier ist leer, ne? Ja, gut. Jetzt müsste auch hier grün sein. Ja. Gut. Sehr gut. Ja, hier ist grün. Sehr schön. Falsche Richtung. Jill. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Jill von allen Jills, die ich bisher gesehen habe, am besten. Vom Look her. Auch die neue Jill aus Resident Evil 3 Remake finde ich nicht so knorke vom Aussehen. Die ist mir einfach zu glatt. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das, die ist nicht meins. Mal gucken, wie sie sich macht, wenn man es spielt. Habe ich hier noch Knarren? Nee, ich habe... Ah, auf dem Friedhof lagen auch noch Ding rum, ne? Okay, gut. Auf dem Friedhof lag auch noch Muni rum, die habe ich auch liegen lassen. Das muss ich auch noch
mir holen. Ich gehe auf jeden Fall unten entlang. Das ist zwar der längere Weg, aber der sichere. Hier liegt ja auch noch ein Ribbon. Okay. Und hier machen wir natürlich nicht jetzt die Tür auf. Die Haupttür. Die Eingangstür. Sonst kommen wieder die Hunde. Das wollen wir nicht. So. Hier rein. Kann es natürlich sein, dass hier auch Hunde kommen. Ich weiß nicht, ab wann die getriggert werden. Nee, noch nicht. Okay, hier war das, ne? Müssen wir nur darauf achten, nicht, dass die Hunde kommen. Okay, diesen Dünger hier brauchen wir. Zack. Ah, da ist er schon. Scheiße. Weg. Geh weg. Geh doch weg. Oh, diese blöden Viecher. Ich hasse sie. Komm, Jill. Oh, verdammt. Ich hasse die Viecher. Ey, wenn ich jetzt verreck... Komm, komm, rein. Rein ins Zimmer. Oh Gott. Ich hasse Hunde. Also in echt liebe ich Hunde, aber in diesem Spiel hasse ich Hunde. Okay, ich habe den Dünger. Das ist die Hauptsache. Den wollte ich. Oh, nee. Ihr Schweine. Okay, wir gehen nochmal kurz raus. Da war nämlich ein Zettel. Eine Notiz. Eine Nachricht. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie in ein Schlamassel geraten. Barry. Okay, alles klar. Sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Was hat er denn da gelassen? Oha. A lot of. Wo hat er das her? Muni. Noch mehr Muni. Erste-Hilfe-Spray. Okay.
Okay, was war denn hier noch? Ah, Kerosin. Das nehmen wir auch. Sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, ich nehme mir hier mal ein Farbband und speichere in dem Raum. Und dann sehen wir mal im nächsten Part von Resident Evil, wie es hier weitergeht mit Jill im Herrenhaus und den Zombies. Also bis dahin, bye bye.